So, die schwerste Entscheidung in Buddhas Leben. Was esse ich heute zum Abendbrot? Und warum liegt hier Stroh? Genau. Na, das ist, weil die nachher ihre Schlüpper noch auszieht. So, ich habe mir das jetzt hier nochmal durchgelesen mit dieser Entscheidung. Der Wolf begünstigt jene, die dann ans Rudel denken und ihr habt sowohl, nee, euch sowohl für den Jotun, also die Jotun und für die Norn eingesetzt. Und das andere ist halt diese Waffe schmieden, dass Beigart uns die Waffe schmiedet. Mein letzter Gedanke in der letzten Folge war ja gewesen, so als Krieger die Waffe. Und jetzt hatten wir jetzt in der Zwischenzeit, hatte ich mit Pippi schon mal so meine Gedankengänge, die möchte ich jetzt mit euch teilen, weil sie sagt, das muss aufgenommen werden. Ich finde es halt voll interessant, so wie du da denkst. Und nachvollziehbar dann am Ende. So mein Gedankengang ist, dass das darauf hinausläuft, dass wir eben mal der Jute sein können. Also wie bei Star Wars die Jute und die helle und die dunkle Seite der Macht. Dass das mit dem Wolf wir den König am Leben lassen und mit der Waffe halt darauf streben, den König zu töten. Die Frage ist ja nur, wenn wir den König töten, ist ja diese, wie heißen die das vor Jotun? Jotun sind die ja auch wieder frei in dem Sinne und sind dann, wisst ihr, das kann ja auch nach hinten losgehen, dass der sich ja nicht da besänftigen lässt und wir müssen trotzdem gegen ihn kämpfen. Haben wir Das doch einen Wolf dabei. Das ist Teil 2 dann quasi von der mit dem Wolf tanzt. Das ist schon, die Frage ist, wo führt das hin, wisst ihr? Was nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt die mächtige Klinge? Ich meine, pff. Eine Klinge wäre schon gut, aber dann hast du irgendwann eine bessere Klinge. Vielleicht hat man dann den Segen. Ich werde jetzt den Wolf nehmen. Weiß ich nicht warum. Was würdest denn du nehmen? Du wolltest die Klinge nehmen, ne? Ich wollte die Klinge nehmen, ja. Und nachdem Halt, mir schwafel jetzt? würde ich gern den Wolf nehmen. Dann lass uns den Wolf nehmen. Der Da Wolf. ich ja auch so jetzt, naja, ich kenne mich in dem Spiel nicht aus. Ich hatte jetzt noch keine Entscheidung großartig gehabt Wir zum mussten Treffen. uns in unserem Leben noch nie entscheiden und jetzt müssen wir es. Wir müssen dieses Let's Play abbrechen. Nee, na, ich sag mal so, bei meinen Star Wars Let's Plays ist klar, wie der Charakter zu spielen ist. Also Ja, wie helle, der sich dunkle zu. Seite und so weiter. Nee, nicht mal ditte, wisst ihr, sondern so eine Dings, wie ist er in seiner Art und Weise? Und Ach so so. verhältst du dich auch in diesem, verhalte ich mich dann auch in diesen Antworten, wisst ihr? Und hier weiß ich halt nicht, wofür das hin? Naja, das ist ja, das weiß man ja trotzdem eigentlich. Ich werde Aber jetzt. ist denn nicht genau das das Spannende an dem Spiel? Ja, Ist das denn ist nicht ja genau das. das die Herausforderung? Ja, das ist abartig. Das ist voll furchtbar. Ich bin überfordert. Und tschüss. Wie fühlen Sie sich dabei? Ich breche jetzt dieses Let's Play an dieser Stelle ab. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte mich nicht entscheiden. Ich höre an dieser Stelle jetzt auf. Ja, nee, wir nehmen jetzt hier den Wolf. Oh, hat aber dieses Schwert. Mächtige Klinge für einen mächtigen Gegner. Machen Na, oh Wolf. Mann. Na, ich nehme den Wolf. Geht zur Halle des Wolfs in Holbreak, Buck, und spricht mit Fastulf. Fastulf. Er war also kein Ulf, sondern ist nur ein Fastulf. Ba Jotarsoch. ba ba ba. Er wird den Wolf anrufen. Ja, wird nicht mal ein Rapper, der Wolf hieß? Weiß ich nicht. Ich glaube. Er wird den Wolf anrufen, damit der dann nochmal auftritt. Und euch seine Weisheit zuteil werden lassen. Wenn er meine Anliegen gehört hat, nee, wenn er mein Anliegen gehört hat, wird der Wolf mir sicher seinen Segen spenden. Wenn nicht, haben wir auch wieder die Arschkarte. Okay, Level Weißt du, was geil aufgestiegen. gekommen wäre? Wenn du das angeklickt hättest auf dem mit dem Wolf das und dann brrr, falsche Antwort. Wie heißt das hier? Dieses Facepalm. Ja, genau. Bist du blöd? Dann wird wahrscheinlich. Das machen wahrscheinlich die ganzen Zuschauer jetzt Ja. hier schon von alleine. Ich habe hier eine neue Rüstung gekriegt. Jeder sitzt dann am PC oder am Monitor und denkt sich so fest sich so mit der Hand an die Stirn und an den Augen und denkt sich so, und kann nur Kopf schütteln. Genau. Ich habe hier eine neue Rüstung, aber irgendwie Will sie nicht. sieht die fast in der. Naja, ein bisschen anders sieht sie aus.
Ein bisschen ist er nicht ganz. Gut, okay, wenn wir mal sehen, sprecht mit dem Wolfsschaman. Dann lass uns mal hier raus. Und dann irgendwo nach Holbreak. Wir sind ja hier in Holbreak. Ah, ist ja gleich hier um die Ecke. Sehr schön. Bist schon draußen? Ja. Warte mal, da müssen wir lang. Boah, das war aber jetzt eine schwere Geburt. Aber naja, mein Gott. Das ist eigentlich, ja, eigentlich hast du ja recht. Es ist immer gut, wenn man so eine Gedankengänge vorbringt. Ja, gerade das finde ich auch am spannendsten und interessantesten und nicht immer einfach nur so auf dem Silbertablett serviert, sondern auch dieses Mitfiebern gehört. Es ist nicht das, was es zum Let's Play mitgehört. Dieses Mitfiebern, dieses Feeling. Oh Gott, ich war sentimental. Von der Sache her finde ich das auch okay, weißt du, Ja. auch so mal so, man macht sich halt Gedanken darüber. Und ich denke mal, das ist auch der Sinn von diesem Spiel, Natürlich. dass man sich Gedanken macht, wo müssen wir denn hin? Sind wir hier richtig? Wahrscheinlich nicht. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier rinkomme. Guten Tag. Schön haben Sie es hier. Ohne Einheimische, Warum Hani. liegt die auf dem Boden? Ist die betrunken? In your face, bitch! So. Komm, schnatter mal. Lass uns reden. So, wir müssen. Das ist schon wieder so abartig. Wisst ihr, eben haben wir hier voll diese. Hier liegt noch einer rum. Da. Hier, ich hab mir von. Freudenhaus. Ja, ich sehe das auch hier. Das ist also hier das Haus vom Wolf. Scheint wohl ein Lustwolf zu sein. Diese Vision war ein Geschenk der Geister. Gebt euch nächstes Mal mehr Mühe. Ich werde darauf warten, dass er mir wieder erscheint. Der hatte gerade irgendwas erzählt von Wolf, aber die Bären ist ihm lieber. Weißt du? Er hat es lieber, als wenn sie bewaldet sind. So, kannst du den jetzt mitgucken? Cool. Seid gegrüßt. Ich bin Fastolf Jotasson, Sprecher des Fastolf. Wolfes der großen Halle in Holbrak. Was wünscht ihr vom Wolfsgeist? Ich habe gefährliche Neuigkeiten. Der Jotun-Anführer der Ossenfohlschneide huldigt seit neuestem dem Drachen. Ich habe vor, diesen Riesenkönig zu töten. Eine große Herausforderung. Ich beneide euch um die Geschichte von eurem Sieg. Aber was noch wichtiger ist, es war der Wille des Wolfes, der euch herkommen ließ. Heute Morgen erst meldete ein Späher, dass die Svanier ein Alphatier des hiesigen Rudels verdorben haben, einen Wolf namens Ormi. Der Wolfsgeist liebt Ormi, aber das Tier ist verloren. Sein Geist muss befreit werden und sein kranker Körper vernichtet. Wenn ihr das tut, gibt der Wolfsgeist euch die Stärke, die ihr braucht, um den Jotun zu besiegen. Ich werde es tun. Sagt mir, wo ich Ormi finde, und ich führe seinen Geist auf den Weg in die Nebel. Geht zum Drachenloch. Ich werde erst die Galkin ausrichten lassen, sie soll euch begleiten. Sie hat schon oft gegen die Verderbnis des Drachen gekämpft. Ich wünsche euch viel Glück, Bezwinger. Kommt wieder, wenn Ormi Frieden gefunden hat. Also meine Omi hat schon lange Frieden gefunden. Die eine ja, die andere nein. Obwohl die andere gerade im Krankenhaus liegt. Aber das Oh. ist, ja. Nee, bei mir haben schon beide den Frieden gefunden. Plus Opa. Na, Opa Das ist ist auch. ja sehr, sehr traurig gewesen. Ja. Naja, gut. Bin jetzt so ein bisschen erschüttert hier von der Geschichte jetzt, ja. Was? Weil wir trotzdem diesen König besiegen müssen. So oder so. Weißt du, das ist ja völlig, die Gedankengänge sind völlig für den Arsch gewesen. Wir haben hier eine halbe Stunde über nichts geredet. 6 Minuten. 6 Minuten hat der Buddha über Quatsch geredet. Nur damit der olle Wolfsschamane uns zu jetzt so einem Drachenloch, also dieses Spiel wird immer perverser. Drachenloch. Irgendwelche, was war das, Schneise? Püppi redet von der Pussy von der ollen Eier. Naja, so, wir waren jetzt bei Fastulf. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, wir müssen immer quer durch. Zur, kick mal da oben. Zur Adern des Drachen. Ah.
Siehst du das? Ja. Gut, dann können wir ja immer ja. Oh, das sieht ja auch geil aus hier, war mit die Ja. alten Skulpturen hier. Ey, das machst du toll, das Einheimische. Voll Das ist eine gut, Frau. Junge. Das ist eine Frau. Junge Einheimische. Guck mal. Guck mal, wie die hämmert. Mit der bloßen Faust. Krass, ey. Alter. Hier haben auf Bei jeden Fall die dir Frauen das Sagen. in den Zwischensequenzen, wo halt gesprochen wird und so weiter, steht da bei dir Besieger oder Besiegerin? Oder Beschützer oder Krieger oder Zwinger. Bezwinger? Bei mir ist nämlich immer ein In hinten dran. Wenn du bei mir guckst, ja. Sicherlich, weil ich halt weiblich bin und das halt auf mich widerspiegeln soll oder was auch Was immer. eigentlich Quatsch ist, weißt Ja. du? Guck mal, hier drüben ist auch noch was zum Port-Dingens. Aber wir müssen sowieso hier Guck mal lang. nach oben. Bleib mal stehen Ja, und guck nach oben. Fein, wa? das. Obwohl der aussieht wie ein bisschen bekifft, so wie der grinst. Wer denn? Ja, der. Der Bär. Genau, über der Tür der Löwe, Panda, Leopard, vierbeiniges Katzengetier. Also ich muss sagen, das macht mir richtig Laune hier. Also ich finde diese Nornen schon ziemlich. Wir müssen aber, glaube ich, außen lang. Müssen den Berg da hoch. Ich freue mich auch, wenn wir durch sind mit den ganzen Klassen aufwärmen. Mit deiner denn später. Das hier alles hier noch schnell alles zu erkunden. Dass wir das hier alles frei haben. Das gefällt Oh, mir ein hier nicht. junger Schnee. Ach, ich habe ja schon einen. Mal gucken mal, was ist denn hier? Ah, komm, wir machen mal schnell eine Lüpfeinlage hier. Oh, komm, Nero, ich bin schon wieder zu fett. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Ist aber Boah, auch rutschig, nein. wa? Naja, Star Wars wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Obwohl, hier ist auch nicht besser. Scheiße. Ich bin zu fett. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich zu fett bin? Obwohl ich sagen muss, im richtigen Leben bin ich nicht mehr. Obwohl ich war nie fett. Na doch. Naja, fett ist übertrieben, ja. Du kennst mich ja. Ich bin ja Ja. nicht fett. Nö. Im Moment bin ich drahtig. War noch nie gewesen. Und Käseweiß. Käse weiß, ja. Naja, mal Weil er nie gucken. rausgeht. Nee, YouTube hier und so, wisst ihr? So, ich hab's geschafft. Schön. Geil. Ich mach's noch ein bisschen 50 Mal. Meine Zuschauer können schon mal gucken. Falls du das dann auch sehen willst, Püppi, kannst du das dann da mal gucken, ne? So, was haben wir denn gewählt? Der Weg des Wolfes oder was? Alter, warum springt sie denn nicht? Doch Leertaste gedrückt. Ach, da unten muss ich rennen. Warum springt sie nicht? Weiß ich nicht. Weil das wie bei jedem Jump'n'Run ist. Wenn man springen soll, springt der Charakter nicht. Aber lass dir gesagt sein, du bist nicht alleine, da ist nämlich noch einer. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja. So weit war ich ja schon mal. Ja. Oh, das war aber knapp. Ja. Alter Falter, ja. Jetzt hat sie die Spikes ausgepackt. Yay, Guck mal, die da unten schaffen immer noch nicht. Oh, da ist einer. Guck mal, da ist einer ganz schnell. Der hat das gleich beim ersten Mal geschafft.
Und dann noch einer. Wunderschön. Aber Jalsee, probiert's immer noch. So, wir müssen hier runter, hier so. Guck mal, da ist meine. Aber wir schaffen das ja nicht mehr jetzt in der Folge, wa? Nee, wir sind jetzt fertig mit der Folge. Gut, dann. Söhne Svanias lauern in den Höhlen, Anhänger des Altdrachen Jormag. Wenn ihr leichtsinnig seid, reist, nehmt euch in Acht. Söhne Svanias lauern in den Höhlen, Anhänger des Altdrachen. Nehmt euch in Acht. Okay, der hat einen Sprung. Ah, geil. Judy, dann bis demnächst und habt noch einen wunderschönen Tag. Judy, dann bis demnächst. Judy, dann bis demnächst. Judy, dann bis demnächst. Und Tüdelü. habt noch einen schönen Tag. Und noch einen schönen Tag. Und noch einen schönen Tag. Und noch einen schönen Tag. Bis ihr wieder Dorfsendung sind. Genau. Tüdelü.